up your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those boots on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Mein Gott, das sind die Post heute. Ach, mal wieder so ein Behördenscheiß hier. So, dann wollen wir mal aufmachen, wa? Gold dust at my feet on the sunny side of the street. On the sunny side of the street. On the sunny side of the street. Ja, schönen guten Tag, hier ist Ute Maiglitz. Es ist ein halbes Jahr vergangen. Ich habe jetzt immer noch nicht meinen Befreiungsausweis, aber auch nicht gerade das Geld dafür, was ich ausgegeben habe. Ich glaube, ich müsste mich mal beschweren. Es ist schon oft vorgekommen, dass ich auf meinen Befreiungsausweis für Rezeptgebühren immer so lange warten muss. Es geht mir allmählich auf den Zeiger. Was ist eigentlich bei euch eigentlich los? Ich brauche das dringend. Mensch, den Kram verstehe ich ja nicht. Bis jetzt habe ich auch das, was ich eingereicht habe, also an Quittungen gesammelt habe und eingereicht habe, habe ich das Geld noch nicht gesehen. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht mehr so witzig. Ich möchte das ich das Geld wiederkriege auf mein Konto. Sie haben ja meine Kontoverbindung. Na also, wenn ich ehrlich bin, ich spiele mit den Gedanken, die Krankenkasse zu wechseln, wenn sie mir nicht noch vor Weihnachten meinen Befreiungsausweis kriege. Denn dann habe ich nämlich die Nase voll. Tschüss. Hallo, Sie sind Herr Alex Haumann? Ja, genau. Ja, schönen guten Tag, ich bin Birgit Struck. Ich arbeite hier beim Betreuungsverein für behinderte Menschen und wir beide haben hier heute einen Termin. Ich bin gekommen, weil ich Unterstützung brauche in Sachen Vollmacht. Und was für Möglichkeiten gibt es da für mich? Hallo. Hallo. Frau Maiglitz, schön, dass Sie wieder da sind. Nehmen Sie gerne Platz. Grüß Sie. Frau Maiglitz, wir haben jetzt hier das Ergebnis von den Röntgenbildern und es ist tatsächlich so, dass wir die Ursache gefunden haben für Ihre Kniegelenksbeschwerden. Es findet sich ein freier Gelenkkörper, das ist so etwas wie eine Perle in der Muschel, ein Knochenstückchen im Kniegelenk und da bleibt eigentlich nur, dass wir das entfernen. Das bedeutet eine kleine Operation. Da können Sie sich was drunter vorstellen. Man schneidet und holt das raus. Nicht? Mhm.
Und das machen wir natürlich nicht heute, sondern das bedeutet, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Wir machen am besten noch einen Spezialtermin für Sie, wo wir einmal alles in Ruhe besprechen und auch aufschreiben, auf Papier bringen. Haben Sie irgendjemanden, den Sie da mitbringen möchten? Mein Bruder. Ja, das finde ich eine gute Idee. Dann bringen Sie den das nächste Mal mit. Mhm. Und wir machen jetzt als nächstes den Termin für diesen Besprechungstermin. Sind Sie damit soweit einverstanden? Gut, da habe ich gemischte Gefühle, wieder ins Krankenhaus zu kommen, aber es ist natürlich wichtig, dass es gemacht wird, denn letztendlich will ich ja auch wieder laufen wollen, ohne Beschwerden zu haben. Ja, das kann ich verstehen. Und gerade auch wenn Fragen sind, dann klären wir die auch im nächsten Gespräch nochmal oder Sie können auch jederzeit anrufen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also in Sachen Vollmacht muss man sich als allererstes überlegen, ob man jemanden hat, dem man absolut vertraut, den man bevollmächtigen kann. Ja. Hätten Sie da jemanden? Ja, in diesem... In diesem Falle ist es meine Mutter. Ja, prima. Schönen guten Tag, Frau Maiglitz. Mein Name ist Birgit Struck. Ich arbeite hier im Betreuungsverein bei Leben mit Behinderung Hamburg. Und Sie sind heute zu mir gekommen. Wir haben einen Termin und Sie wollten gern mit mir über Vollmachten sprechen, ne? Ja. Was ist denn der Grund dafür? Ja, also ich würde das schon sehr wichtig finden, eine Vollmacht zu haben, weil ich das schon wichtig finde, wenn ich werde ja auch nicht mehr jünger, sondern eher älter. Mhm. Und was ist jetzt, wenn ich jetzt nun krank im Bett liege und gar nicht mehr aufstehen kann und kann keine Entscheidungen mehr selber treffen, da ist mir so eine Vollmacht eigentlich schon sehr wichtig, jemanden das in den Händen zu geben, der das auch für mich das auch weitermacht. Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung, die Sie da für sich treffen, für Ihre Zukunft vorzusorgen. Ja. Ne, dann sind Sie, können Sie sich abgesichert fühlen, ne, dass jemand für Sie handelt, dann, wenn Sie das selber nicht mehr tun können. Es gibt Situationen, in denen bin ich nicht in der Lage, meine Dinge selbst zu regeln. Das kann zum Beispiel sein, weil ich krank bin, weil ich in Urlaub bin, weil Dinge für mich zu schwierig sind, aber auch, weil Dinge mir manchmal lästig sind. In diesen Fällen, in denen ich selbst nicht handeln kann oder will, habe ich die Möglichkeit natürlich, mich einer Vertrauensperson zu bedienen, der ich erlaube, für mich in meinem Namen tätig zu sein. Die Erlaubnis, die ich dafür erteile, nennt man Vollmacht. Dabei bestimme ich, in welchem Umfang diese Vollmacht erteilt wird. Das heißt, ich lege fest, was mein Bevollmächtigter, meine Vertrauensperson zu tun hat, in welchem Umfang sie tätig sein soll, wie lange sie von dieser Vollmacht Gebrauch machen kann, was sie also für mich zu tun hat. Das Bestimmungsrecht liegt also allein bei mir. Dabei kann ich entscheiden, ob ich die Vollmacht erteile nur für bestimmte Aufgaben, das heißt Behörden, Bankverbindungen, Post abholen oder entgegennehmen. Ich kann aber auch allgemein Vorsorge treffen und kann der bevollmächtigten Person, meiner Vertrauensperson, die Erlaubnis erteilen, in allen meinen Angelegenheiten, in denen ich selbst auch tätig sein könnte, tätig zu sein. Dies nennt man eine Generalvollmacht. Die Entscheidung darüber, wem ich diese Bevollmächtigung erteile, also die Erlaubnis für mich und in meinem Namen zu handeln, liegt damit allein bei mir. Das betrifft den Umfang der Erlaubnis, das betrifft die Person und die Zeitdauer. Das muss natürlich ein Mensch sein, dem man absolut vertrauen kann. Und hätten Sie da jemanden? Wüssten Sie da jemanden? Also auf meinen Bruder habe ich total volles Vertrauen. Ja, und der soll das gerne für Sie machen. Das möchte ich auch gerne. Ja. Um diese Entscheidung zu treffen und rechtswirksam jemanden zu bevollmächtigen, muss also Geschäftsfähigkeit der Person gegeben sein, die die Erlaubnis für diese Person zu handeln weitergeben will. Welche Form diese Erklärung haben soll, schreibt das Gesetz nicht ausdrücklich vor, jedenfalls nicht für die Geschäfte des täglichen Lebens. Ja, Herr Haumann, Sie können eine Vollmacht erstellen an Ihre Mutter, wo sie ganz viele Bereiche für Sie vertritt und unterstützt. Und Sie können aber auch eine Vollmacht machen, wo es dann nur einzelne Bereiche sind.
Zum Beispiel der Papierkram, die Post und Briefe formulieren, das ist noch ein bisschen schwierig. Mhm. Und wenn Sie die Post bekommen und die lesen müssen, wie sieht das da aus? Mit dem Behördendeutsch komme ich nicht so klar. Darum benötige ich halt Ihre Hilfe. Ja. Also wir haben hier ein Muster für so eine Spezialvollmacht und das gehen wir gerne zusammen durch. Gut, Frau Marklitz. Jetzt haben wir das alles gut miteinander besprochen und wir haben das auch zusammen geschrieben, wie Sie Ihre Vollmacht verfügen möchten, was Ihr Bruder alles für Sie machen soll. Und jetzt kommt dieses wichtige Papier für Sie und Sie unterschreiben das auch einmal. Ich kann mich dann dabei auch noch der Hilfe eines Notars bedienen, der zum Beispiel auch meine Unterschrift beglaubigen kann. Das heißt, er kann bestätigen, dass diese Unterschrift unter dieser Vollmachtsurkunde auch tatsächlich von mir stammt. Diese Beglaubigung kann auch von einer Behörde vorgenommen werden. Die andere Möglichkeit besteht in einer Beurkundung der Vollmacht. Das heißt, der Notar entwirft die Erklärung, erklärt sie mir, liest sie mir vor und unterschreibt sie dann, sodass diese Erklärung dann einen größeren Gehalt hat, auch in der Wirkung nach außen. Der Vorteil der Vollmacht besteht also darin, dass ich selbst entscheide, wer für mich, in welchem Umfange, für welchen Zeitraum tätig ist. Ich verliere nicht mein eigenes Recht, selbst noch weiter zu handeln und kann jederzeit auch die Vollmacht widerrufen. Ich bin ja auch schon 25 und ich denke, in diesem Alter kann man langsam mal selbstständig sein. Finden Sie nicht auch? Das finde ich auch. Gut, Frau Maiklitz, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Ne, und dass Sie das alles gut mit Ihrem Bruder zusammen hinbekommen. Und ich danke auch, dass Sie für mich Zeit genommen haben. Ja, gern geschehen. Mensch, Mama, das ist aber toll, dass du heute gekommen bist. Möchtest du einen Kaffee haben? Ja, nämlich gerne. Und die Kekse, sind die selbst gebacken? Ja. Da nehme ich auch gerne einen von. Also, schön, dass du da bist. Ja, ich bin gerne gekommen. Ich komme ja immer gerne, wenn du mich einlädst. Oh, das finde ich aber schön. Ja, genau. Ja, ich ebenfalls. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Mir geht es auch soweit ganz gut, ja. Magst du ein Stück Kuchen? Ja, gerne doch. Das scheint ein Schokoladenkuchen zu sein. Schmeckt auch danach. Schmeckt auch danach. Prima. Ja, dann nehme ich doch mal ein Stück. Aber nicht so groß. Ja, das ist gut für mich. Oh, das ist ja viel Post. Mhm. Du hast das alles von der einen Woche jetzt? Ja. Meine Güte. Und das ist das Wichtigste, was ich dir geben wollte. Und das ist die Vollmacht. Ach, das ist ja gut. Warst du zum Beratungsgespräch bei Leben mit Behinderung Hamburg? Ja. Das ist ja gut. Und das habt ihr da besprochen? Ja. Sehr schön. Und ein ganzer Stapel Post. Ja. Na, dann habe ich ja gleich was zu tun. Das ist aber viel. Gucken wir uns nach dem Kaffee zusammen an, okay? Okay. Gut. Das ist auch ein kleiner Grund, warum wir hier zusammensitzen. Mhm. Ich hatte nämlich heute Morgen ein Beratungsgespräch gehabt in Sachen Vollmacht. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch was. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten, dann kann sich da auch noch hinwenden. Prima, dann weiß ich, wo ich mich schlau machen kann und dann nehme ich das erstmal mit nach Hause. Und wenn das dann soweit ist, dann hole ich das wieder hervor und dann regle ich die Sachen für dich. Gut. Ja, klasse. Das ist doch schön. Dafür bedanke ich mich von allen Herzen.
Die Behindertenrechtskonventionen der Vereinten Nationen haben deutliche Zeichen gesetzt. Es ist die Gesellschaft gefordert, den Menschen mit Behinderungen ganz anders anzunehmen und einzubeziehen in das tägliche gesellschaftliche Leben. Und das strahlt natürlich auch auf die Menschen mit Behinderungen aus, die aufgefordert sind, ihre Rechte, insbesondere ihr Selbstbestimmungsrecht, jetzt selbstbewusster wahrzunehmen, als es bisher der Fall gewesen ist. Das heißt, sie haben auch in Zukunft die Möglichkeit, oder man muss sagen, eigentlich jetzt und in Zukunft die Möglichkeit, ihre Rechte selbstbewusster und lauter vorzutragen und für sie einzustehen, als es ohne diese Konvention der Fall gewesen ist. Prost, Alex. Prost. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those boots on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Shade.